Jennifer Rieli und ihr Ex Matthias Höhn haben Streit. Und plötzlich mischt sich auch noch Chris Breu ein. Seitdem der Laiendarsteller wieder vergeben ist, will die Influencerin den gemeinsamen Sohn Milan von seiner neuen Freundin Michelle fernhalten. Doch der Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Star hält sich offenbar nicht daran. Und die Reality-TV-Bekanntheit erhebt im Netz schwere Vorwürfe gegen ihn. Der Kindsvater soll mit dem Nachwuchs in angetrunkenem Zustand ohne Kindersitz fahren und ihn nachts sogar zwischen seiner neuen Partnerin und ihm schlafen lassen. Ist es normal, dass der Vater so krass darauf besteht, dass das Kind die neue Freundin kennenlernt, obwohl eine Psychologin gesagt hat, bitte gib diesem Kind Zeit? Sie geht sogar noch weiter und bezeichnet ihren Ex als Narzisst. Er soll machen, was er will. Machen, was er will, aber nicht mit meinem Kind. Nach diesen Anschuldigungen meldet sich Matze ebenfalls zu Wort. Der 25-Jährige deutet an, rechtliche Schritte einleiten zu wollen und stellt klar, dass er in seinen Augen nichts Falsches tut. Ich war, bin und werde nie ein schlechter Vater sein. Denkt ihr echt, ich fahre meinen Sohn betrunken und ohne Kindersitz übers Wochenende durch die Gegend? Ich weiß, wer ich bin und was ich tue. Als wäre das alles nicht schon genug, schaltet sich plötzlich auch noch Chris Breu ein, mit dem sich Jenny bei Kampf der Reality Stars super versteht. In einer Fragerunde stellt sich der Ex von Eva Benetato ganz klar auf die Seite der Münchnerin. Ich habe es durch die Medien mitbekommen und was sich der Herr erlaubt, geht in meinen Augen einfach mal gar nicht. Ich bin Team Kind und was er seinem Kind antut, so etwas würde mir im Traum nicht einfallen. Dass sich der einstige Sommerhausbewohner dazu äußert, scheint dem Schauspieler aber überhaupt nicht zu passen. Krass, 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 Digga, dass du diese Frechheit besitzt. Dass du wirklich die Frechheit besitzt, eine Frage, wo mein Name überhaupt drinsteht, ja, zu beantworten und irgendwas zu einem wirklich ganz, ganz sensiblen Thema zu sagen, ja, was ein Thema ist, was nur die Mutter meines Kindes, so wie eigentlich meiner Person was angeht, ja, und eine Frage dazu beantwortest, ist von Respektlosigkeit nicht mehr zu überbieten, Junge. Doch damit nicht genug. Matze behauptet sogar, dass die Gerüchte stimmen und Chris tatsächlich mehr als Freundschaft für die YouTuberin empfindet. Tut mir wirklich sehr leid, ja, dass du mit deiner, in deinem Verliebtsein und so keinen Kontakt mehr, ja, zu einer gewissen Person hast. Tut mir wirklich leid, ja. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Aber auf diese Tour sich irgendwie hintenrum einzuschleimen und von wegen so, ich habe dich ja in Schutz genommen. Hast du das gesehen? Der Blondschopf lässt sich von diesen Unterstellungen aber nicht unterkriegen und wettert erneut gegen ihn. Ich finde es einfach nur ekelhaft und widerlich, was Jenny durchmachen muss. Und vor allem auch dein Kind. Trotzdem gibt er zu, dass es falsch ist, sich in die Angelegenheit einzumischen. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich mich in dieses Thema mit eingeklinkt habe. Ja, es war einfach sehr emotional und ich jetzt als Vater, Franz, hat mich getriggert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber weißt du, jetzt nachdem du mich so ein bisschen versucht hast, durch den Kakao zu ziehen und so ins Lächerliche zu ziehen, habe ich mal ein bisschen so in Berlin ein paar Leute gefragt, so, wer du überhaupt bist. Und ich sag dir was, Junge, dein Ruf eilt dir voraus. Die Beauty scheint von dem Drama ebenfalls mitbekommen zu haben. Sie stellt abschließend klar, dass sie nur das Beste für ihren Sohnemann will. Na, hoffentlich können Jenny, Matze und Chris die Streitigkeiten bald klären. Und es kehrt endgültig Friede bei ihnen ein.